Das zweite auf der Liste ist der Editathon, sehe ich das richtig? Genau, das sind auch wieder wir, also die Barbara und ich haben gemeinsam uns was ausgedacht. Und zwar gibt es seit ein paar Jahren eine internationale Aktion im Wikiversum, die heißt Art and Feminism. Und wir möchten das dieses Jahr größer auch in Österreich aufziehen. Und das Elevate Festival hat uns freundlicherweise beherbergt in ihrer Organisation. Und deswegen können wir das eben im Graz machen. Und zwar am 4. März, das ist ein Samstag, werden wir im Rotor, das ist ein Zentrum für zeitgenössische Kunst, ich war selber auch noch nie da, aber ich habe mir sagen lassen, es ist recht schön und angenehm dort, einen Editathon starten, wo es eben darum geht, Frauen aus Kunst und Kultur prominenter in der Wikipedia unterzubringen, weil man einfach sieht, dass Inhalte rund um Frauen, Frauenbiografien oder auch der Beitrag von Frauen zu Kunst und Kultur insgesamt unterrepräsentiert ist. Und da möchten wir eben alle, denen das auch ein Anliegen ist, einladen, mit dabei zu sein. Da auch Open Data Day ist, werden wir auch das Ganze mit Wikidata verknüpfen und zeigen, wie man eben solche Daten auf Wikidata unterbringen kann. Möchtest du auch noch was dazu sagen? Habe ich irgendwas vergessen? Nein, du hast eigentlich gar nichts vergessen, außer dass es eben tatsächlich so ist, dass circa 10% Frauen an Wikipedia mitarbeiten derzeit und halt wirklich sehr, dass wirklich sichtbar ist. Also da gibt es wissenschaftliche Studien dazu, dass es eben auch auf der Wikipedia selber dann zu Frauen Inhalte nicht gibt. Und speziell im Kunst- und Kulturbereich ist uns das wirklich sehr stark aufgefallen. Wir wollen aber auch dazu sagen, dieser Event ist jetzt nicht nur für Frauen und von Frauen, sondern es sind wirklich alle Geschlechter gleichermaßen angesprochen, weil wir wollen da auch bewusst niemanden ausgrenzen. Das wollte ich noch hinzufügen. Dankeschön. Und Wikipedia-Erfahrung ist auch nicht notwendig. Also wir vermitteln gerne alles Handwerkszeug, was nötig ist, um die ersten Schritte zu machen. Genau. Oder einfach auch nur zum Diskutieren kommen, ist auch eine gute Idee.